22.45 Uhr gestern Abend. Der Mannschaftsbus der Klubberer kommt an am Max-Morlock-Stadion. Einige Fans sauer über die schlechte Saison. Beim Großteil die Stimmung zwischen euphorisch und erleichtert. Erleichterung auch beim Finanzvorstand des 1. FC Nürnberg. Der Abstieg wäre sehr teuer geworden. Das will ich gar nicht beziffern, aber es wäre natürlich ein großer zweistelliger Millionenbetrag gewesen, der da auf dem Spiel steht. Fernsehgelder und so weiter, das sind riesige Summen, die da fließen. Und dementsprechend sind wir froh, dass es nicht passiert ist. Ende gut, alles gut. Einige Spieler zeigen sich dann auch noch am Tor, stehen Rede und Antwort. Alle sind irgendwie froh, dass die Horrorsaison des Clubs ein glückliches Ende gefunden hat. Nach einem Herzschlagfinale gestern. Das entscheidende Tor für die Nürnberger fiel erst in der 6. Minute der Nachspielzeit. Nach 0:3 Rückstand, alles egal. Aber hallo, wir haben hier die Relegation gezogen. Der 1. FC Nürnberg, der ja, immerhin 120 Jahre alt ist, ist weiter in der 2. Liga. Und das zählt einzig und allein. Und über das bin ich einfach super happy, dass wir das gepackt haben. Super happy, jetzt auch erst einmal die Fans. Doch bald wird es zum großen Aufarbeiten dieser Saison beim 1. FC Nürnberg kommen. So viel Leiden wollen die Klubberer in der kommenden Saison jedenfalls nicht mehr.